ich noch. Ja, dann hast du es. Ja, stimmt, habe ich. This is what I'm talking about. Ich habe gerade ein paar Kunstflugdinger gemacht. Fucking collectibles. Let's see what these things can do. So viel Zeug zum Einsammeln. This is bad timing. Hi. Madame Soul's Orientation Guide, Chapter 33. The Deadly Sin. No longer just delightful pastimes. Pride, wrath, envy, lust, gluttony, greed, and sloth have become personified in the form of weapons. Only the most deserving wretched soul will be blessed with one of these treasured artifacts. Es ist geil, wie lange man teilweise gleiten kann. Und nur ein bisschen Geschwindigkeit aufrechterhält. Ja, am Level ab. Ich weiß gar nicht, was ich von Leveln drin momentan. Nur Level 2. The Wings of Angels habe ich gerade bekommen. Was? Wahrscheinlich habe ich die Flugzeit oder irgendwas erreicht. 111. Need the rest of wings. This is bad timing. God, this feels good. Es macht viel zu viel Spaß, um herzueilen, um die Mission zu machen. Need the rest of wings.
This is what I'm talking about. Oops. Gotta pick it up. Gotta touch down. Ich würde sagen, die nächsten paar Upgrades sind gesichert, wa? Ich konnte mir schon welche holen. Ja. Ich kann jetzt dreimal mit dem Flügel schlagen. Ah. Sternschnuppe, 100 von 500. Ich hatte mich, glaube ich, gerade angezündet irgendwie. Beim Fliegen. There's definitely more than 100. Let's see what these things can do. This is bad timing. Damn it. Uah, ich sehe nichts mehr. Need the rest of wings. This is what I'm talking about. Wo war ich denn eben? Ah, da. Die Frage ist, wie komme ich am schnellsten an die vielen XP ran? Ah, ich weiß wie, ich mache ein bisschen Knete. ich liebe Autoschubsen mit Sprint. Ah, Errungenschaft freigeschaltet, Engelsflügel. Ja. Also irgendwie, wenn du eine bestimmte Strecke geflogen bist, wahrscheinlich. Bleibe insgesamt 10 Spielminuten durch Flüge oder übernatürliche Sprünge in der Luft. Ah. Ah, die Menschen hier, die keine XP. Ist das? Schau dir das Casino-Zeichen an. Warum würden sie es eine Snowballs-Chance nennen? Es gibt keine Schnee in Hell. Du weißt, jemand sollte feiern, der Marketing-Guy. Kommentar gefunden. Level up. Muss mal hier rüberkommen. Wonder if Kilbane's inside. Ich level mal eben meinen Dingens. Beweglichkeit und Flügelschlag. Wunderbar. Mehr Wirkbereich vom Blast und Stein mehr Schaden. Wunderbar. War also wieder einiges. Bei den Imp gibt's nix. Aber trotzdem noch Luft. Oh, ich hab Kohle. Widerstand, Feuerschaden. Ja. Auf jeden Fall. Ausdauererhöhung, ja. Und für Munition MP rechts gerade noch, jetzt bin ich pleite. Okay, Mission.
Geil. Aus dem Stand gegen sprinten und die Autos fliegen durch die Gegend. Was? Wo? Wie zum Geil sieht der denn aus? Ups, der liegt auf dem Kopf. Jetzt nicht mehr. Ah, Leviathan. Ups. Ich habe einen Panzer und er brennt und ich bin am Boden und ich lebe noch. This is so much better than therapy. Ich gebe mal hier das Ding zu dem Auftrag. Und drück mal den Knopf. Guck. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility. Traits uncommon in the fires of perdition. Und Snapper-Gewehr. Nett. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. Bei mir steht er vor dem DJ-Pult. Vor dem Fenster. Bei mir auch. Ein bisschen glitschig. In the land of the living, William Shakespeare is one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far Okay. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret,
He would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. And so Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane of force. Was? Ich hab irgendwie so ein Froschgewehr. Ja, was war das? Ah, so ein Granatwerfer. Gewalt, okay. Ah ja, direkt upgraden, ne? Jupp. Dumpfer. Lights up. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new force power on the group of demons in front of them. Act 1, Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. Protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a Dark Inciter's shield before shooting them to death with bullets. There is also a mistaken identity and love unrequited. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. Stampf, Stampf. Die Erzählweise ist immer toll, Saints Row. Das hat noch kein Spiel so gut geschafft. Oh, ich bin fast tot. Wie habe ich das gemacht? Koroda ist ja auch ein geiler Name. Ein Auto. Ups. Überfahren. Und ab geht's. Oh, Straßensperren. Ach ja, Geisterfahrerzeit. Da war ja was. Ups. Muss der Geister fahren. Oh, du brennst. Stinkt das Auto oder was ist das? Es dampft. Ich würde sagen, es stinkt.
Ja, Geisterfahrer.